nee, jetzt wird's erst. Entschuldigung. Hallo. Ja, ich hatte eigentlich vor. Ja, ich habe wieder mein wunderschönes Büchlein. Ich hatte eigentlich vor, in meinem A5 sitzen. Da wissen. Mit Bundis wieder was zu machen, aber irgendwie will es gerade nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich will unbedingt mein Baby Chiara. Wollte eigentlich ganz gern in einer Buntstiftung machen. Das erschien. Aber irgendwie, ja, nein. ich habe versucht, Skizzen zu machen. Ich würde eigentlich ganz gern mit Lin machen. Wie weit das so ein paar Kampfspuren haben, aber Lin schon ein bisschen erschöpft ist und dann macht so Chiara so Motto große Schwester oder Beschützer, weißt du, wer ist. Und dann am besten so mit der Hand auf dem Kopf. Irgendwie so für süß. Keine Ahnung. Ich habe ein Bild im Kopf und krieg's ja nicht hin. Und ich habe es geschafft beim Radieren. Das hier. Sieht man das? Ja. Ich hasse Radieren. Aus diesem Grund hasse ich es zu radieren. Und das ist der Hauptgrund, warum ich dünnes Papier hasse. Aber du kriegst ja kein Skizzenbuch mit kartonartigem Papier. Ich meine, klar, ich verstehe es. Produktionstechnisch erstmal teuer als fuck. Und bestimmt auch kacke zu binden. Nur deswegen hasse ich dünnes Papier wie die Pest. Und deswegen kann mich jeder mal kreuzweise mit Markerpapier. Mal im Ernst, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Markerpapier. Ich habe zuerst eins gekauft, was beschissen war. Dann habe ich noch eins gekauft, was blendtechnisch okay war. Und ja, aber ich habe schon so meine minimalen Aggressionen bekommen bei Skizze. Entschuldigung. Bei Lines. Und ja. Wegen dem hier. Weil das sehr, sehr oft passiert ist. Ich meine, gut, wenn du einzelnes Blend hast, dann knickt das nur. Aber das ist genauso beschissen. Ich hasse es. Immerhin hat die Illu keinen Schaden genommen. Ein neues Baby. Von der Rasse, wo ich mit einer Ork bin. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, ein einziges Event zu machen. Aber ich habe jetzt schon eine Bezahlung eingelöst. 3 MGOs. Unbegrenzte Trades. Voll mein Baby. Und ja. Sie ist ein bisschen overpowered, so auch von Fähigkeit technisch, weil sie hat Gravitationsmagie. Und das bedeutet, sie kann dich innerhalb von einer Sekunde auf platt wie eine Flunder drücken. Erdanziehungskraft, Stichwort, das. Ich kann es nicht erklären, aber so weißt du, das ist das Phänomen, was, wenn es auf der Erde schwer ist, du wärst aber auf dem Mond und dann hebst du, keine Ahnung, eine Tonne einfach hoch, weil es fast nichts ist, weil da ist fast keine Gravitation. Schrägstrich Erdanziehungskraft. Voll geil. Ich kann es nicht erklären, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Sie kann also dieses Kräfteverhältnis bewusst beeinflussen. Aber sie macht es immer nur so als Ass im Ärmel, wenn sie entweder, wenn sie auf einen sehr, sehr schlechten Fuß erwischt und nicht aller, ich bin gerade aufgestanden, lass mich in Ruhe. Also es ist wirklich selten. Und das ist ihr Baby, Bumblebee. Weil wegen dem Schwanzende. Es sieht aus wie von einer Biene, okay? Und wegen dem Schwarz. Es ist schwarz mit bläulichem Schimmer wie mit ihrem Pulli. Und weil Ruby Yang, Bumblebee, Motorrad und Chip. Beides toll. Yang ist Liebe. Ah! Entschuldigung. Außerdem ist der Name übel süß. Und ja, auch der populärste Bumblebee, also das Auto, das ist auch toll. Dagegen kann man auch nichts sagen. So. Ja. Ich kann viel mehr. Ja, scheiß drauf. Ich habe ja auf Instagram angekündigt per Stories. Ich habe die langsam lieb gewonnen, muss ich sagen, die Funktion. Dass es ein kleines Rage-Video wird zu meinem gerade Alltagsstress. Weil gerade gestern war einfach wieder so ein Tag, wo folgende Situation. Eigentlich sollte, könnte, was auch immer,
Ich seit. Man sieht gerade gar nichts. Ja, tut mir leid, aber ihr wisst, es ist mir ein Heuspiel. Eigentlich sollte ich seit September einen festen Job haben, endlich mal ein richtiges Gehalt verdienen und nicht dieses scheiß Taschengeld, was ich Gehalt schimpfen muss. Aber ich habe die praktische Prüfung verkackt. Wir haben zwar nur ein paar Punkte gefehlt, bis ich es geschafft hätte, aber verkackt ist verkackt. Und ja, daher muss ich die Scheiße jetzt nochmal machen. Und ich weiß nicht, wohin mir September und Oktober gerannt sind. Und November weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich habe jetzt zumindest endlich mal alles im Kopf, was ich machen will für die ganzen Sachen, für die ganzen Anforderungen, die man hat. Und du sollst keinen schiefen Kopf haben. Du sollst gerade gucken. Obwohl, scheiß drauf. Jedenfalls bedeutet das jetzt für mich, jeden Tag, wenn ich den Abend frei habe, frühst, also ich arbeite ja immer von nachts bis frühst, je nachdem, bis alles fertig ist, bleibe ich dann eben länger und setze ein Gebiet ein. Ich habe im Prinzip Torte von jedem Tag weg. Jetzt auf das. 5 Gebiete. Aber das Zuckergießen weiß ich nicht, ob ich es ehrlich gesagt übe. Mal gucken. Ich gucke jetzt erstmal alles andere. Was bedeutet 3 herzhafte Fours? 3 verschiedene Sachen. Hier ist ein Stück. Mit herzhafte Fours meint man im Prinzip einfach Party-Snacks. Sprich, dass es eben handlich ist, was Kleines, nichts Großes. 2 Sorten Pralinen, hier 10 Stück. Stichwort Schokolade temperieren. Immerhin habe ich das langsam auf die Reihe. Und fast und 2 Sorten Tekebäck. Je 10 Stück. Ja, das wird doch. Das ist ein Trauma. Je 10 Stück. Ja. Es tut mir leid, dass ich mich sehr oft wiederholen werde. Und 3 Torten. Wie groß sie sind, also jetzt von der Höhe her, ist eigentlich scheißegal. Du hast nur wegen Durchmesser 12 bis maximal 32 cm. Wobei es dann drauf ankommt, ob du dreimal dieselbe Größe nimmst, zweimal dieselbe Größe und nochmal eine andere oder 3 verschiedene Größen nimmst, dann gibt es dann auch wieder bestimmte Vorgaben. Aber du kannst die, blöd gesagt, kannst du auch nur eine Füllung machen und dann ist sie eben niedrig. Du kannst aber auch ganz viele Füllungen machen, dann ist sie hoch. Die Höhe hast du keine. Es müssen nur alle den identischen Anschnitt haben. Und diese Scheiße triggert mich so harte. Ich hasse es. Wenn man wenigstens bei einer zum Beispiel mal einen anderen Geschmack nehmen könnte in der Füllung. Aber nein, du musst dreimal dieselbe Scheiße einsetzen. Das ist einfach nur so umständlich, weil es muss backen, es muss abkühlen. Und abkühlen dauert, kannst du. Also zumindest bei den Tortenböden kannst du sagen, plus minus eine Stunde. Du musst es ja vorher anschlagen. Da bist du nicht die Einzige im Raum. Und jedenfalls bedeutet das eben jetzt, dass ich jeden Abend wirklich, wenn ich den Abend frei habe, da bleiben muss, weil ich sonst einfach nicht genug zum Üben komme. Beziehungsweise ist jetzt einfach so, dass ich knapp noch alles mehr oder minder oft genug einsetzen kann, dass ich halbwegs sicher bin. Ja, aber während ich dann bei anderen höre, wenn sie zu Hause zum Beispiel just for fun einfach nur eine Torte einsetzen und dann, keine Ahnung, ich habe auch schon mal gehört, dass es 3 Stunden gedauert hat und ich stehe dann so da. Alter, wie machst du das? Welche Magie hast du? Hast du eine magische Elfe zu Hause oder wie geht das? Ich meine, ich mache es eigentlich immer extra so, dass ich nur eine Sache nehme, die ich nicht, die ich jetzt das erstmal kann, die ich das erstmal mache, nicht kann oder mir unsicher bin. Und der Rest ist eigentlich alles, was ich kann, damit ich so ein bisschen Zeitpuffer habe. Also, wo ich weiß, das klappt. Aber irgendwie stehe ich trotzdem den ganzen verfickten Tag immer da. Und ja, es ist genauso. Ich wollte eigentlich 2, ich habe mir so 2 Stunden, habe ich mir so gedacht, wird schon für alles reichen. Ja, Arschling Baumann.
Wie lange stand ich da? Fast 4. Ich habe im Nachhinein gemerkt, okay, du hast am Anfang stark gezögert, dadurch ist die Zeit weggerannt, weil ich einfach echt planungstechnisch nicht gut bin. Das ist auch eine der großen Schwachstellen in Bezug auf Prüfung, weil du musst das Zeitmanagement können. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du der beste Konditor sein. Wenn du es nicht in der Zeit schaffst, bist du am Arsch. Und ich habe einfach organisationstechnisch so fast gar kein Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich wünschte, ich wäre anders. Naja, jedenfalls erstmal 4 Stunden. Und hätte wenigstens alles geklappt oder wären es nur mal ein, zwei Kleinigkeiten gewesen, die nicht geklappt hätten, dann wäre es mir sogar fast scheißegal gewesen. Ist klar, es hätte mich geärgert, aber es wäre dann so, ja egal, dafür wurde es immerhin was. Aber nein, eine Sache wurde, sagen wir mal, akzeptabel. Kannst du immerhin essen und sieht auch nur semi-scheiß aus. Ja, das andere ist zu salzig, weil zu viel Feta. Ich hatte halt das unterschätzt in dem Sinne. Und das andere ist so geschmackstechnisch totale Flaute und das ist auch nicht mal optisch, nicht mal ansatzweise so geworden, wie ich es wollte. Es war dann so super. Und dafür gibst du deinen freien Tag her. Du weißt, du wirst morgen, weil du heute einfach nicht wirklich zum Schlafen kommst, den halben Tag verschlafen. Stichwort 11 Uhr heute. Also so falsch war ich jetzt nicht mal. Und weil ich kann zwar immerhin da üben und muss auch nichts zahlen für die Rohstoffe, weil das ist ehrlich gesagt der einzige Grund, das würde ich zu Hause machen, aber ich habe einfach geldlich vorne und hinten nicht das Geld dafür. Schon allein, weil ich den Monat ehrlich gesagt zu viel gesündigt habe. Frust kaufen. Es gibt keinen besseren Monat dafür als Dezember. Leider. Ja. Ja, es tut mir leid. Jedenfalls, aber klar, du bekommst dann, wenn du Glück hast, Feedback von den Gesellen, die sagen, pass mal auf, so, klappt das nicht oder hast du das so gemacht? Ah, okay, dann machst du besser so, aber jetzt mal ganz ehrlich, es bringt mir herzlich wenig bis fast nichts, wenn es immer nur im Nachhinein kommt, weil ich zum einen irgendwie immer zu blöd bin, Beschreibungen richtig zu verstehen. Ich muss es einfach sehen irgendwo. Zum anderen, du vergisst es dann auch mal im Stress. Oder du kannst dich, das halt wie ich, so ein bisschen beschreibungsbehindert, sage ich es mal. Und kannst weiß nicht so wirklich, was sie darunter meinen. Und dann machst du es entweder falsch oder lässt es, weil du dir unsicher bist. Ich meine, man bräuchte wirklich, also ich bräuchte jemanden, der da bleibt und mit mir die Scheiße macht. Ich würde dann bestimmt auch zeittechnisch besser zurande kommen und auch schon in dem Aspekt mehr lernen. Aber ja, ich kann es verstehen. Wir wollen alle nach Hause. Nachtschicht sagt. Immer wenn ich die Leute höre, ich hätte keine Nachtschicht für, habe ich immer so ein Semi-Bedürfnis, ihnen einfach eine Schelle zu verpassen, weil Leute, nein. Ihr habt keine Ahnung, wie scheiße das ist. Egal wie früh ich zu Hause bin, entweder sagt mein Körper Schluss jetzt, du schläfst länger, das reicht nicht und dann habe ich trotzdem keine Zeit. Oder ich schaffe es immer zu dem Zeitpunkt raus, wo ich will, was zwischen den Schichten immer 6 bis 7 Stunden sind, das ist so mein Ziel. Aber irgendwie bin ich dann einfach immer so im Arsch, dass ich dann da sitze und ins Nix gucke und dann stehe ich auch so da. Schön. Du bist seit mittlerweile, keine Ahnung, 3 oder 4 Stunden wieder wach und trotzdem hast du einfach nichts geschafft. Und das, oh, mich frustriert das mittlerweile einfach so harte. Oder wenn ich dann zu lange geschlafen habe, dann mache ich mich auch immer so semi-fertig damit. Ich habe einfach nur noch im Kopf, ich muss das machen, ich muss das machen, aber ich habe nur noch so viel Zeit. Und jetzt hast du schon wieder eine halbe Stunde länger gebraucht oder so. Und mittlerweile wirkt sich das sogar auf mein Hobby auf. Und das triggert mich gerade echt am meisten. Weil eigentlich war es so, ich war echt immer glücklich, dass ich bei meinem Hobby locker sein kann, dass ich da gar keinen Druck im Hinterkopf habe, dass ich da wirklich einfach nur zeichnen,
Dann vergeht halt die Zeit und es juckt mich einfach nicht. Aber selbst jetzt habe ich mittlerweile einfach diesen Zeitzwang. Ich will immer einen bestimmten Zeitraum das schaffen. Aber ich habe den Kopf einfach noch voll Zeit. Stellenweise bin ich auch einfach platt, wie jeder andere Mensch auch. Und ich könnte kotzen. Ich will einfach nur ein anderes Leben und einen anderen Körper. Und dann hat man eine Kollegin, die auf seelisch krank macht, nur weil sie zu faul ist, arbeiten zu kommen. Die Scheiße. Ich verkneife das Wort. Aber das ist dann auch so, was dann so im Hinterkopf ist. Solche hinterfotzigen Menschen schaffen es einfach, nichts zu machen und trotzdem ein Gehalt zu bekommen. Sie machen wirklich nichts. Die schreiben sich aus den dümmsten Gründen krank. Und wir wissen alle, das ist einfach nur eine faule Ausrede. Sie hat einfach nur einen Arzt, der ihr blind glaubt. Oder weiß der Geier was. Und du schleppst dich jeden Tag hin, egal wie scheiße es dir geht, körperlich oder einfach auch psychisch. Aggression. Ich bin passiv-aggressiv. Ich fluche unter anderem deswegen so viel, weil ich niemandem wehtun will. Wenn irgendwo Streit ist, habe ich immer den Impuls wegzurennen. Ich krieg da kleine innere Zustände, was mich wieder an den einen Arbeitsweg erinnert. Oh, oh. Samstagabend. Es dauert schon wieder so lange, tut mir leid. Es wird gleich wieder ein geraffter Part kommen, damit wir besser vorwärts kommen. Aber das war dann. Natürlich hatte S-Bahn wieder auf meiner Strecke, wo ich los wollte. Bei der einen Station muss man dann mit Bus fahren und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und irgendwie sind immer die Ersatzbusse von der S-Bahn-Richtung voller als die von der U-Bahn. Also U-Bahn und ich konnte immer wenigstens den Abend durchfahren. So, sitze ich also unten, warte, dass die nächste U-Bahn einfährt. Und dann kommen zwei, in Anführungsstrichen, zwei Halbmenschen. Der Halbe ist in dem Sinne, weil er meistens nur zugehört hat, aber immer ruhig geblieben ist. Ein Sicherheitsmann von den Öffis und eine aufgeregte Frau. Anscheinend wurde irgendjemand von ihrem, ich sag jetzt mal, Haufen weggeschickt. Und das hat sie halt, sagen wir mal, genervt. Und deswegen hat sie sich laut mit dem anderen Sicherheitsmann unterhalten. Aber sie wurden dann auch mehr oder minder. Doch, sie wurden direkt zueinander. Und dann sehe ich auch um mich herum so die Menschen, die so voll aufgeregt hingucken. Bei ein, zwei war sogar so ein Grinsen, wo ich mir so dachte, Alter, da fuck. Und ich sitze halt da und sie sind einfach kein Meter von mir entfernt und ich will einfach nur wegrennen. Aber es war dann so, du darfst nicht, weil Arbeit. Und es fährt eklig, die Panne. Also, ganz ruhig, du schaffst das. Ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, andere werden auch nicht verstehen, warum ich gerne meine Charaktere misshandle, auf viele Art und Weisen. Und ich verstehe nicht, warum andere Streit aufgeht. Ich habe dann immer diesen Fluchtimpuls. Ich will einfach immer nur weg. Ich habe so eine Semi-Angst vor Streit. Es ist so richtig widerlich für mich. Und da gibt es einfach so Menschen, die das aufgeht. Und ich denke mir nur so, Alter, wie kann das sein? Das ist doch nichts Schönes. Und dann ist halt die U-Bahn, weil es ist halt die erste Station von der Strecke, halt eingefahren und da stand die auch ein paar Minuten. Und dann hörst du die so und ich sehe dann so, die eine, die sich mir gegenüber auf dem Viererplatz sitzt, die guckt so voll begeistert aus dem Fenster. Die andere beim Sitz zwischen Gang und Sitz, also daneben, versteht, was ich meine, steht auf, geht dann schnell zur Tür, guckt so raus. Wirklich bis zur letzten Sekunde, bis die Tür zugeht. Oh, das ist widerlich, Leute. Bah!
Ich mach mal besser einen Raff und erkläre, was ich eigentlich machen will. Ja, das wird eigentlich mehr vorwiegend so Rage über mein Leben. Es tut mir so semi leid. Aber ja. Ich habe sonst nicht viel zu erzählen, tut mir leid. Ich kann mich. Aufregen ist auch was Schönes. Ich werde es auch in den Titel schreiben, dass ihr alle vorgemeint seid. Aber ja. Dann wird es doch mal endlich Zeit, über die kleine Illo zu reden. Ich hatte auch kurz überlegt wegen Hintergrund, aber da hätte ich eigentlich einen Park zeichnen müssen für den Moment. Und nein, das ist zu anstrengend. Also so alles, was in eine statische Richtung geht, da bin ich ehrlich gesagt faul. So Naturgedöns geht ja noch, dass du immer so deine kleinen, sag jetzt mal, Ausreden. Dass du dann nicht so genau sein, in Anführungsstrichen, musst. Aber ja. Also, das ist mein Hauptcharakter und Protagonistin meiner ganz, ganz großen Story, die ich irgendwann noch ausarbeiten werde. Aber das ist halt so eine der wichtigsten Szenen, wo sie ihre Eltern verliert. Die werden umgebracht. Wie genau überlege ich noch? Da bin ich so zwischen ein paar Varianten im Kopf. Mal gucken. Jedenfalls, es ist ihr Geburtstag natürlich. Ich meine, kann auch sonst, lohnt sich ja sonst echt nicht, ey. Das Kleid, was sie anhat und danach nie wieder anziehen wird, vorläufig, eventuell lässt sie mal wieder anziehen, aber erstmal definitiv nicht, hat sie unter anderem als Geschenk bekommen. Und es sollte edler aussehen, deswegen ist zum Beispiel auch die Goldakzente, also der goldene Stoff wirklich so ein, ich sag jetzt mal, krasses Glanz. Also für Stoff ist das relativ krasser Glanz. Also die weißen Stoffparts habe ich deswegen mit Absicht auch nicht normal grau gecolored, sondern mit bunten Schatten, also diesen pastellartigen Tönen, damit es so mehr wie glänzende Seide aussieht, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich habe gerade den Namen richtig im Kopf. Also halt so bunt schimmern. Es wirkt auf mich einfach, also ich, wenn ich das sehe, ist es für mich irgendwo immer edler, als wenn ich halt nur mit Grautönen nachgehe. Dann ist das für mich so in Anführungsstrichen billiger Stoff. Entschuldigung. Ich will nicht noch mehr rumheulen. Ich könnte so viel rumheulen. Ich könnte damit mindestens ein Stundenvideo machen, aber nein. Es reicht, was ich so schon gehört habe. Und sie ist jedenfalls kurz zu einem Eisstand zurückgegangen und hat mal für sich und ihren Vater eine Portion geholt. Der ist in dem Sinne in Anführungsstrichen besonders, weil er zum Beispiel auch ein paar Obstscheiben mit reinmacht. Dadurch, man kann also so, ich sage jetzt mal, edlere Eiswaffeln holen. Jedenfalls ging sie da eben kurz zurück und hat es geholt. Und als sie wiederkam, entweder werden sie gerade getötet oder sind schon tot. Und ich will definitiv noch animieren lernen. Da wird dann auch der Moment kommen, den ich, also den Moment, den ich definitiv animieren, wo sie dann eben zurückkommt und dann sie, bevor ihr wirklich bewusst ist, was gerade vor ihr passiert ist, laufen dann schon die Tränen. Und sie bekommt so auch nochmal eine Wunde ab, aber das ist ja gerade so herzlich Wurst egal. Also, der einzige Gedanke ist: Scheiße. Okay, nein, das denkst du nicht. So wollte ich sagen. Ich klinge gerade wieder so ein bisschen komisch. Hört das? Naja, egal. Ja. Und aus. Dadurch, dass sie auch schon davor immer gemobbt wurde in der Schule, weil sie diese ungewöhnliche Augenfarbe hat, Lila. Nein, keine bunten Haare, ich würde eine außergewöhnliche Augenfarbe. Hatte sie schon immer so ihre Schwierigkeiten, auch wenn sie eigentlich sehr freundlich ist und irgendwo Kontakt haben wollte, aber irgendwann war sie dann doch ein bisschen eingeschüchtert, warum auch immer, ne? Und dann, diesen Moment war dann, wo sie Angst vor Menschen. Ich lasse den Sprach wieder drin. Wo sie Angst vor Menschen bekam.
Und ihre Schuluniform, wie man ja im letzten Video gesehen hat, wenn ihr es nicht geguckt habt, guckt rein. hat ja zum Beispiel auch diesen Schulterausschnitt. Aber sie selbst wird am Anfang deswegen immer ein schwarzes Oberteil unten drunter tragen und ein Leggings, damit sie möglichst einen Hautkontakt und weiteres vermeiden kann. Und ja, sie wird auch sehr zurückgezogen sein, reden nur in den größten Notfällen und so weiter. Und Elena wird ihr schließlich dann wieder hochhelfen, psychisch wie physisch. Und ja, das ist alles noch sehr grob in meinem Kopf, aber ab nächsten Jahr sollte es besser werden. Ich hoffe es. Ich warte seit Jahren darauf, dass mein gutes Jahr kommt. Ja. Das Optimismus. Outfit habe ich übrigens nicht selbst designt. Ich habe es nur so ein bisschen verfeinert. Es ist von der guten Batschi oder vorher Poon. Und ja, ich habe es gekauft. Ich habe schon ein paar Designs da gekauft. Und an sich habe ich ja genug Fantasie, um mir selbst Kleidung auszudenken. Ich meine, das sieht man gar nicht bei den gefühlt 5 Millionen Charakteren. Aber ich wollte einfach, beziehungsweise der Gedanke dahinter ist, warum ich kaufe, ich möchte einfach die Künstler unterstützen. Weil Designs sind meistens immer nur so 10, das teuerste, was ich mal gesehen hatte, waren 20 Euro. Und da kannst du ja ab und zu mal auch mal eins leisten oder zwei, drei. Hätte je nachdem welche Preisklasse. Und so kannst du immer noch unterstützen, weil für einen Auftrag fehlt irgendwie dauernd das Geld. Ich hasse es. Ich würde so gern öfter mal einen Auftrag aufgeben, aber es kommt dauernd irgendwas anderes. Und ja, vor allen Dingen so, man benutzt es ja dann auch im Regelfall öfter. Ich meine, es kommt halt auch immer drauf an, ob man jetzt wie ich den Charakteren verschiedene Outfits gibt und man sich sagt, boah, keine Lust drauf, die haben immer nur ein und dasselbe an. Ich meine, jeden das seine. Aber ich persönlich zeichne halt unglaublich gern Kleidung, weswegen ich auch meinen Charakteren verschiedene Designs geben werde, je nach Storyabschnitt, und zum Teil will ich mal versuchen, verdammt, das habe ich zu breit gemacht, und zum Teil will ich auch versuchen, sowas wie Schlafanzug und so ein Scheiß. Wobei Schlafanzug, ja, in meiner Fantasy-Welt rennen die eigentlich meistens immer mit ihren Kampfoutfits rum, damit sie halt, wenn, zur Not jederzeit aufspringen können und loslegen. Aber ja, ich will es trotzdem mal versuchen. Also ich habe jetzt schon eine Schuluniform, wie ja, im letzten Video. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, dass die Länge mich abgeschreckt hat. Ich meine, es hat mehr Views, Klicks, aber Views hört sich einfach geiler an, als das andere davor. Und das war nur eine halbe Stunde im Vergleich zu den 52 Minuten. Also ich muss sagen, es war dann so, oh, cool. Also dann werden wir das definitiv beibehalten. Was höre ich denn hier? Ich habe doch gar kein Tee mehr in meiner Kanne. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber ich glaube nicht. Aber ich höre irgendein komisches Geräusch. Das hört sich nicht so an wie eine Wohnung über und unter mir. Naja. Aber ja, dann vielleicht kennen ja von euch ein paar Roy Like a Sir. Ich meine, der ist so unbekannt. Sarkasmus auf. Aber es ist eigentlich im Prinzip bei Videos dasselbe, weil ich bin zu dumm zum Skripten, muss ich sagen. Ich habe schon ein, zweimal versucht, aber dann war zum einen habe ich arbeite ich ja zum Teil beim Labern, dann ist es dann halt auch kacke, wenn man dann so gucken muss, ah, was sollte ich jetzt eigentlich sagen oder erstmal auswendig lernen. Und zum anderen, ja, es ist nur Hobby-Scheiße. Also da will ich dann auch wieder locker rangehen. Und ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon vorher erwähnt habe. Wenn ich es wiederhole, tut es mir leid, zumindest so ein bisschen.
Aber ich habe einfach inzwischen dank Arbeit und weil ich ja jetzt wieder die Prüfung machen muss, die praktische, habe ich noch im Kopf Zeit, Zeit, Zeit. Und ich habe es jetzt auch hier im Kopf. Ich will eigentlich am liebsten immer 3 Artworks pro Woche schaffen. Egal wie groß. Und wenn ein kleines dabei ist, dann am besten 2 mehr. Ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber so ungefähr ist traurigerweise inzwischen mein Gedankengang. Und dadurch merke ich, dass ich meistens gegen Ende schmiere. Und das will ich eigentlich nicht. Aber ich habe inzwischen einfach so diesen Zeitaspekt so intus bei mir. Das ist grausam. Ich werde das Originaldesign noch mal kurz einblenden, wie Chiara schied vorher. Und wie ihr sehen könnt, an sich ist der Schnitt gleich geblieben, nur ich habe ein, zwei Details mehr. Also jetzt zum Beispiel das Band habe ich jetzt unten bei ihren Zopf reingetan. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr vielleicht einfach ein zweites oben ran mache, aber ich habe auch kurz überlegt an ein, wie heißt das, Haarreif mit der Schleife oben, aber das war dann auch wieder so, na, das war irgendwo zu süß. So ein bisschen Erwachsenenstil hat sie irgendwo beim Anziehen. Deswegen hat sie zum Beispiel auch keinen Faltenrock. Weil Faltenrock für mich persönlich hat immer so was Flippiges, Aufgewecktes und so irgendwo auch Junges, weil ich eigentlich fast nie eine ältere Dame im Faltenrock umherrennen sehe. Und es ist halt, wenn ich auch an geschäftstätige Frauen um Rock denke, dann habe ich immer einen Bleistiftrock vor Augen, wie es eben dann auch in ihrem ersten Design hat. Und das werde ich auch beibehalten, weil sie, wie gesagt, sie ist damenhaft, sie ist erwachsener. Vor allen Dingen ist sie halt auch mehr introvertiert. Und da ist dann so ein Faltenrock, finde ich, immer unvorteilhaft, weil ich persönlich trage halt auch seit Jahren, Jahrzehnten keine Röcke mehr, weil ich es einfach anstrengend finde, immer dran zu denken, wie sitze ich da, weil, Fun Fact, ich sitze auch sehr gern in den Öffis breitbeinig da und wie so ein kleiner Penner. Und ganz ehrlich, ich schäme mich einen Scheißdreck dafür. Ja, ich setze mich dann ordentlich hin, wenn ich merke, die Leute wollen sich entweder mir gegenüber oder neben mich setzen. Wobei ich sagen muss, ich kann meine Augenrollen immer nicht unterdrücken. Ja, ich bin scheiße. Aber trotzdem, ich sitze einfach so gerne breitbeinig da und dann im Rock immer dran zu denken zu müssen, Beine zu ordentlich da sitzen, dich nicht so halb hinfläzen, wenn einfach gerade der Platz da ist. Ja, ich bin halt echt. Deswegen sind halt alle meine Charaktere auch so Mannsweiber, weil ich halt auch so ein kleines Mannsweib bin. Ich rülpse oft und ganz ehrlich, ich schäme mich nicht dafür. Im Gegenteil, ich lache dann einfach immer. Manche finden das nicht so toll. Aber wenn man mit mir öfter zusammenarbeitet, muss man sich ehrlich gesagt dran gewöhnen. Wobei, eine Sache ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber beim Zeichnertreff, wo ich dann immer hingehe, wenn ich kann, da rülpse ich eigentlich nie. Ich weiß nicht warum, aber auf Arbeit und zu Hause, auch in der Schule, ich habe so oft gebauert. Es ist so ein bisschen strange. Aber ja, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Aber die von meiner Berufsschule kennen nicht anders und auf Arbeit ist es auch nicht besser, nur man kriegt es halt immer nur mit, wenn ich entweder im Pausenraum bin oder wenn ich mich halt umziehe, weil ansonsten auf Arbeit ist es halt so semi-laut, insbesondere wenn die Maschine wieder an ist. Und dann hört man das halt nicht beim Arbeiten. Aber ansonsten, ja. Es ist halt so, der ist halt in dem Sinne plötzlich da und dann flupp. Dann kommt er halt raus. Da kann ich nicht. Ich schaffe es nur selten auch schnell, die Hand vorzumachen. Meistens ist er plötzlich da. Ja, ich bin sehr junghaft. Ich hasse es, shoppen zu gehen, außer es geht um Zeichensachen. Das ist halt auch so eine Sache, wo du mich echt jagen kannst mit. Und bei Anziehsachen ist so Hauptsache praktisch.
So minimal achte ich schon drauf, dass es nicht ganz so kacke aussieht, aber ich finde zum Beispiel auch die meisten Trendsachen total hässlich. Also wenn ich dann so Ausschnitte von der Berliner Fashion Week sehe in den Nachrichten, ist dann immer so, warum zieht man sowas an? Ist dann meist mein Gedanke oder hässlich. Sieht aus wie kurz zusammengeschmissen. Es tut mir leid, aber es würde weder als Fantasy-Outfit klappen, noch würde ich es so anziehen. Ums Verrecken nicht. Ja, ich finde es lustig. Also ich finde es so semi-lustig, weil ich meine, ich designe ja selbst manchmal merkwürdige Sachen. Manchmal sind Fantasy-Outfits echt merkwürdig, egal wie cool sie aussehen. Aber das ist dann immer so, warum sollte das jemand anziehen oder kaufen? Ich meine, die Scheiße kostet ja dann auch immer entsprechend, weil die sich nur Namen gemacht haben. Ist immer so ein bisschen, ja. Aber wie gesagt, ich kaufe an sich die Designs gern, weil ich halt, wie gesagt, es sind dann immer so Beiträge, die ich mir leisten kann. Deshalb mit meinem Azubi-Gehalt jetzt nun wirklich nicht die Kostensprünge möglich und ich bin ein bisschen selbstsüchtig. Diesen Monat habe ich auch schon wieder zu viel selbst gesündigt, habe ich zu viel selbst gesündigt. Und ja, so kann ich halt unterstützen. Und dann ist es halt auch schön für die Leute, wenn du siehst, ah, okay, die zeichnen das immer wieder. Oder zumindest da, oder da wird es jetzt das erste Mal gezeichnet. Dann markiere ich sie ja natürlich. Dass es dann danach sieht, ist so eine Sache. Aber ja. Das ist der falsche Ton. Habt ihr denn auch schon Designs gekauft? Ich meine, ich hab's ab und zu mal versucht, aber ich mache mittlerweile eigentlich nur noch auf Wunschbasis, weil ich wenigstens weiß, okay, da hat es immerhin ein Zuhause und verschimmelt nicht in meinen Ordner. Ich muss sagen, das triggert mich immer mehr in letzter Zeit. Ich mache halt bei Adopts und auch bei Designs mache ich immer noch ein, zwei extra Ansichten, damit man halt den Schnitt komplett versteht. Und etwas mehr als Flatcrawler wegen Faltenwurf und da man ja zum Teil dadurch dann auch sieht, ah, okay, das ist, keine Ahnung, Leder oder der Stoff ist fetter. Kannst du zum Teil sehen, welcher Stoff es ist, einfach nur anhand des Faltenwurfs. Zumindest versuche ich, das mehr einzubringen. Und ja. Aber ich kriege das nur extrem selten los. Wenn ich Glück habe auf Rassenmärkten, aber dann sind das halt immer nur diese Ingame virtuelle Währung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Handyspiel habt und da braucht ihr zum Beispiel Diamanten, um eine Aufgabe abschließen zu können, schneller abschließen zu können, so ist es halt da. Da kannst du dir dann Items kaufen, um das Aussehen nochmal zu verändern. Also Merkmale und so ein Scheiß. Und auf der einen Seite, ich schätze irgendwo immerhin los, aber ich möchte auch Geld dafür haben. Ich meine, ich mache das alles auf Papier. Das wächst auch nicht auf Bäumen. Und ich meine, der Block, den ich nutze, kostet, ich glaube, 9 Euro, grob gesagt. Und das geht ja an sich noch, aber es ist trotzdem auf Dauer zieht's. Und ja, ich gebe jeder normale Mensch 40 Stunden arbeiten, also 40-Stunden-Woche. Gut, derzeit ist es Gott sei Dank weniger, allerdings bleibe ich dann auch immer noch mal länger, wenn ich den Abend frei habe, um zu üben, wegen Prüfung. Und das zieht ja dann auch wieder Zeit und halt durch die Fahrtwege ist es dann auch relativ viel. Aber es ist trotzdem so, ich arbeite nachts, ich arbeite Feiertage, ich kriege dafür nicht den Feiertag, den ich gearbeitet habe, nachträglich frei. Und dann habe ich am Ende knapp über 500 monatlich. Geil. Davon gehen dann natürlich Sparen ab. Ich muss Gott sei Dank nicht in eine Wohnung zahlen, weil ich wusste ehrlich gesagt vorne und hinten nicht, wie ich es bezahlen soll. Nein, ich bekomme nicht das Kindergeld. Das geht an meine Mutter, weil ich halt, wie gesagt, bei ihr wohne. Dann geht ein Teil meines Geldes auch an sie, halt Kostgeld. Dann lege ich mir einen Teil für meine Wohnung zurück. Und dann habe ich zwar immer noch eine dreistündige Summe im Monat frei, aber jetzt für meinen Teil muss ich halt wieder für die Prüfungen Sachen nachkaufen, weil neues Thema, neue Backform. Es ist so egal, wie viel die kosten. Besonders wenn du mehrere brauchst. Und dann zieht das halt auch wieder. Dann ist dann halt auch wieder das Geld weg und dann,
Ah ja, und ich habe vergessen, ich lege mir auch monatlich für die LBM weg, weil wenn ich jetzt die Prüfung, bitte, 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 schaffe, dann habe ich an sich eigentlich schon für Februar meinen Job semi-safe. Es ist noch nicht ganz sicher, aber es sieht ganz gut aus. Und ich denke mal, mit dem Gehalt könnte ich es mir dann auch eigentlich leisten. Aber ich tue jetzt sicherheitshalber weglegen, weil ich will eigentlich schon hin. Und sollte ich ganz viel Glück haben und das geht dann schief, dass ich dann immerhin hin kann. Ja, und dadurch schrumpft halt wieder der Beitrag und dann ist so eine große Sache kaufen, den Monat zusammenreißen. Yay! Und daher würde ich mir einfach mal wünschen, dass ich mein Zeug loswerde irgendwie. Ich meine, ich tue nur selten was zum Kauf online stellen, weil ich bin ehrlich. Ich weiß, solche Sachen kosten. Ich weiß, deine Freizeit geht dafür drauf. Ich weiß, neben Arbeit, oh Gott, die Freizeit rennt dir davon. Gerade wenn du noch Pflichten hast. Zum Beispiel eine eigene Wohnung, bestenfalls. Also das hat sich so ironisch angehört, aber es ist eigentlich was Gutes, wenn du dir eine eigene Wohnung leisten kannst und organisieren. Aber ja. Ich verstehe das ja alles, aber ganz ehrlich, wenn ich mittlerweile einen Verkaufspost sehe, scroll ich automatisch weg. Weil es ist einfach so oft und so viel wie Commissions oder irgendwas zum Verkauf angeboten wird. Das ist so, Alter, wer zur Fick hat so viel Geld? Also Millionär, ja. Aber so als normaler, berufstätiger Mensch ist das dann doch wieder schwer. Und mich zum Teil, obwohl ich selbst in diesen Schuhen stehe und selbst sage, ich würde so gern wenigstens einen kleinen Auftrag den Monat loswerden oder ein was Kleines verkaufen. Ja, da so, Leute, also ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe euren Punkt. Ich habe das selbst, aber bitte hört auf, mich Verkaufssachen zuzusperren. Ach, das ist so nervig. Vor allen Dingen, ich habe jetzt erst, also jetzt, einen Post erst in der Gruppe gesehen, wo eine gefragt hat, die auch noch nicht so lange, naja, also gut, ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange sie ihre Seite schon hat, sodass man halt so circa sieht, wie lange sie zeichnet, aber ich glaube, so lange ist sie jetzt auch noch nicht aktiv. Und dann so einen kleinen Post, ja, warum kauft ihr denn nichts? Warum keine Aufträge? Sind euch die Preise zu teuer? Oder bei ihr ist halt der Hauptkernpunkt, sie hat einfach noch keinen wirklich wiedererkennbaren Stil. Und das ist nun mal eine Sache, die stark beeinflusst, ob du bei jemandem kaufen willst oder nicht. Aber hey, ich habe meinen Stil. Ich habe klar einen erkennbaren Stil. Aber der steht mir so oft im Weg, es das heißt dann immer, und wenn ich mal ein Liebesmotiv zeichne, weil ich einfach mal Lust drauf habe, dann hat das definitiv mehr Resonanz. Aber ich müsste die ganze Zeit nur süße Motive tragen und das macht keinen Spaß. Ich finde das so extrem langweilig auf Dauer. Aber dann ist das, im ersten Moment denkst du so, cool, so viele Reaktionen. Aber im nächsten Moment denkst du so, auf etwas, was ich nur selten mache und was nicht so wirklich meins ist. Warum nicht auf das, was ich halt gern zeichne, was bei mir Action-Scheiße ist? Oder, ja, sadistische Tendenzen zum Charakter. Ich meine, egal ob Story oder Storyverlauf, irgendwie, alle sind am Arsch. So ein bisschen leid tun sie mich schon, aber es ist dann halt immer dieses, klar, man sollte sich freuen, wenn es gut ankommt, weil, hey, es sind Reaktionen, du hast jemanden erreicht, aber es ist dann so, wenn es nicht für das ist, was du gern zeichnest und oft, dann sagt das einfach, gerade auf Dauer. Ist dann halt immer so, Und sag's mal so, meine Color kommt ganz gut an. Aber dann, wie ich zeichne, also sagen wir jetzt mal Strichführung und Motive, das ist wieder so, ja, ist nicht meins. Und wenn du dann zum Beispiel bei OTAs, was auf Deutsch Overture Adopt heißt, also du bietest etwas an statt Geld, um etwas zu bekommen, dann A siehst, dass immer dieselben gewinnen, Schrägstrich genommen werden, und B dann, wenn du die einzige liest, bist, die öfters und als einziger mal liest, ja, nimm das einzige Gebot, sag mir nicht zu, dann stehst du dann auch so da. Schön, ich habe meinen Stil. Ich brauche mir da echt keinen Platz zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich den bekommen habe, aber ich habe ihn schon lange. Aber er kommt so extrem selten. Also in meinen Augen, ich habe nur selten das Gefühl, er kommt gut an. Dann ist es immer so.
Ja, es ist nicht wirklich aufbauend. Es ist nicht zwingend aufbauend, einen eigenen Stil zu haben. Wenn ihr süß zeichnet, Glückwunsch, dann werdet ihr immer die Leute finden. Wenn ihr aber wie ich mehr anders zeichnet, sagen wir jetzt mal spezieller zeichnet, dann ist das schwierig. Ich meine, zum einen, ich habe im letzten Video erklärt, warum ich die Nasen so zeichne. Auch wenn es mir leid tut, dass da die Tonspur doppelt gelaufen ist. Ich habe eigentlich versucht, es rauszuhalten, aber es wurde leider nichts. Aber ja, es ist so, es ist schön, dass euch meine Collar gefällt, aber und solange es, wenn ich Glück habe, nur gratis gut ankommt, das dann so. Ich meine, ich sollte aufhören zu heulen. Ich habe immerhin zwei kleine Stammkunden. Und auf, dass man mich jetzt tötet, aber den einen schreibe ich ab und zu an, so aller, hey, möchtest du mal wieder was aufgeben? Also ich fragte wirklich so, und wieder Lust, oder? Ich meine, ich schreibe nur eine Nachricht, ich frage einfach nur, möchtest du wieder? Und ich dränge ja zunächst, aber ja, ich meine, er kann mich rein theoretisch ignorieren oder bestenfalls blockieren, wenn es ihm einfach zu viel wird. Aber ich bin ganz froh, dass es ihn anscheinend nicht juckt und ich auch Gott sei Dank große Formate machen darf. Ich hasse es, klein zu zeichnen. Ich finde das so scheiße anstrengend, sage ich euch. Das ist. Boah. Und auch noch so ein kleines Side-Info. Ich finde es irgendwie bewundernswert, wie gefühlt alle anderen es schaffen, immer so kurze Videos zu drehen. Irgendwie so beim Dreh fallen mir so tausend Sachen ein, die ich noch labern will. Und dann muss ich am Ende noch immer Sprachsequenzen rauscutten, weil ich mich so im niedrigen Zeitbereich bewege. ja, also, ja. Deswegen halt ist auch das eine eigentlich Skizzenbuch-Durchgucken-Video abgekackt, weil es wohl eine zu große Datei für den Rechner war. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte es jedenfalls nicht hochladen. Nach dem Absprechen sah es komisch aus und dann ich mir so, probierst es einfach mal, weil du hast den ganzen Tag deswegen den Rechner laufen lassen müssen. Es hat auch am Anfang geladen, nur so im letzten Moment dachtest du dann, nö. Und ja, ich liebe Technik. Heul, heul. Fällt mir ein. Ja. Wie man im vorletzten Video rauskommen konnte aus dem, also schon aus dem Titel eigentlich sehen konnte, ist Aquarell so für, ich sag jetzt mal, richtige Color nicht wirklich mein Medium. Bevor ich mit Copics anfing, war es da, aber danach, nein. Alles weitere in diesem Video. Ich werde das in der Infokarte verlinken. Yay! Werbung Ende. jedenfalls. Oh cool, ich sehe gerade, ich kann bei meinen Nachbarn Fernsehen gucken. Lol. Er guckt nicht dasselbe wie ich. Oh nein, wir wohnen nicht nebeneinander. So ein paar Meter noch zu mir dazwischen. Egal. ich habe jetzt einfach mit Aquarell gearbeitet aus zwei Gründen.
Zum einen fand ich, dass bei dem Probier-Aquarell-Illo-Bumsdings die Falten war von der Blendung gar nicht mehr so schlecht war. Deswegen so presst sie sich einfach langsam an als Medium. Irgendwo klappt schon wieder, hoffe ich. Naja, ich habe ein bisschen unser Bauch gearbeitet. Keine Ahnung, ob ihr das seht. Wenn ich das auch nicht schlimm. Und was aber eigentlich mehr der Hauptgrund war, ich habe an sich den, ich sag es mal, den Grundton, also für Flatcolor ja, aber ich bin so faul, das dann alles mit Buntstiften auszuarbeiten. Und ja, und Aquarell hat ja auch echt eine schöne Optik und so. Genau. Also es ist halt vor allen Dingen, weil ich nicht wirklich schattieren kann. Also ich merke gerade, nachdem ich Nadine das neue Outfit gegeben habe mit den verschiedenen Blautönen, ich müsste eigentlich mal mehr Blautöne kaufen, weil ich bei einem bestimmten Farbton einfach nicht so richtig einen schönen Verlauf drin habe, aber das wird vor Frühjahr nächsten Jahres nichts. Außer ich bekomme eine große Commission rein. Das wäre wieder was anderes, aber das glaube ich nicht. Und ja, das war's. Das war die kleine Erklärung. Danke fürs Gucken. Das Video ist, what the fuck, wirklich fast eine Stunde geworden. Ich dachte, ich schaffe wenigstens eine Dreiviertelstunde, aber nein. Die zwei Sprachsequenzen haben den Zeitraum gekillt. Aber ganz ehrlich, ich will es auch nicht rauscutten. Weil sonst haben wir eine Off-Stimme und ich finde es eigentlich ganz schön, immer so ein Mix zwischen Off-Stimme und, sag ich mal, On-Stimme. Und ja, danke fürs Klicken. Ich bewundere eure Ausdauer, wenn ihr es wirklich bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht eine Tonspur übereinander geklatscht. Und man sieht und hört sich wieder. Ja. Lasst mir doch einfach Videowünsche da, wenn ihr vielleicht irgendwas habt, worüber ich labern soll oder so ein Kack. Ich glaube, ich habe das. Oder ich erwähne das demnächst beim letzten Abspann. Ja, egal. Man hört sich, ne? Und damit wäre das Bild auch fertig. Endlich. Oh mein Gott. Oh, da fehlt was. Warte. Eigentlich hatte ich überlegt, das farbig zu machen. Und jetzt bin ich halt so voll dafür, noch meinen Stift zu nehmen. Kennt ihr das? Selbst ein Scheiß drauf. Wäre es wie gesagt fertig. Und ich habe gerade noch einen Teil meiner Washi-Lieferung bekommen, wobei einen haben sie aus Versehen doppelt gebackt. Hier, das Hüttenmotiv der Stadt. Eigentlich ist das vierte Pack ist auch so fett, aber da ist so ein Anime-Mädchen-Manga-Gedöns drauf. War eigentlich ganz niedlich, die vier Illus, aber ganz, das hat jetzt Wochen gedauert, bis es mal ankam. Und jetzt habe ich keinen Bock, die Scheiße zurückzuschicken. Und ich sag's mal so, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte die Zahnräder doppelt gehabt, weil die waren so mein, sind so mein absolutes Lieblingsmotiv davon. Aber mit der Stadtsilhouette kann man auch schon viel Schönes machen, gerade wenn du zu voll bist für den Hintergrund. Ah! Ja, das Beste daran ist die Aquarelloptik. Und hier. Nee. Das ist eigentlich, mir fehlt halt dieses Mädchenmotiv, aber naja. Die wäre eh, wenn überhaupt, nur für Randoptionen gewesen. Und so kann ich das mir auch für den Hintergrund. Egal. Ja. Die kleine, aber feine Illu. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mein kleines Rage, was auch immer. Was soll man dazu sagen? Es war nicht so es war nicht so nervig, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich missbrauche einfach dieses Videoformat, um meinen Frust abzulassen. Daran müsst ihr euch gewöhnen, tut mir leid. Zum Kleidmotiv habe ich ja zwischendurch was eingeredet, aber wie findet ihr das denn? Würdet ihr diese Szene so abnehmen, wenn ihr sie so seht, sage ich jetzt mal? Und ja. Keine Ahnung. Ich weiß immer nie, was ich zum Ende sagen soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr Charakterwünsche habt für Motive oder so ein Scheiß oder zu Charakteranfragen habt, könnt ihr auch mal was in die Kommentare. Und wenn ihr meine Charaktere kennt, ich habe zwar sehr viele. Ich weiß, ich bin irgendwie zu dumm, die
mich richtig, also mich richtig in die Social Media Seiten zu vermarkten, also halt einfach nur, dass immer wieder so ein paar Leute reagieren, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich bin zu dumm dafür. Ich schneide einfach meine Scheiße hoch. Ich meine, wenn ich dran denke, wie viele Reaktionen ich als Boutique-Anfänger bekommen habe und was mich zu einer Frage bringt, die ich noch machen wollte, und die werde ich dann auch in der Infokarte noch einprogrammieren später. Hättet ihr Lust auf einen Livestream, wo wir zusammen meine alten Bilder durchgehen? Und da können wir ja noch einen anderen Livestream machen, wo ich nochmal meinen Zeichen-Stuff vorstellen darf. Ich könnte zwar rein theoretisch auch dazu separat ein Video machen, aber das ist langweilig. Und ich habe zwar echt viel Scheiße, muss ich sagen. Aber keine Ahnung. Ich finde es lustiger, so zu sehen, was so im Chat abgeht vor Ort. Würde ich zwar wahrscheinlich mehr Klicks und Kommentare bekommen als sonst, aber ich finde beide Optionen einfach lustiger im Livestream. Also von daher wäre es ganz lieb, wenn ihr mir mal einen Kommentar lassen könnt. Ich hätte. Ja. Ich glaube, das wird. Naja, ich würde jetzt sagen, ich könnte zu Weihnachten, da habe ich die einzigen 2 Tage im Jahr frei, weil Feiertage. Aber ich glaube, da wollt ihr lieber mit eurer Family was machen, was auch verständlich ist. Ich meine, nicht jeder ist wie ich ein fester Grinch. Und meine Familie ist mir aufgesplittert als alles andere, aber nein. Das geht dann zu sehr in die persönliche Richtung und ja, das will keiner hören. Ja, wie gesagt, danke fürs Anklicken, danke fürs Zugucken. Vielleicht, wenn du es sogar bis zum Ende geschafft hast. Guck doch bitte gerne mal bei meinen Social Media Seiten vorbei. Es sind eigentlich nur Facebook und Instagram. Ich bin zwar ehrlich gesagt auch auf Twitter angemeldet, aber irgendwie bin ich dazu dumm, mich reinzufinden in dem Sinne, dass halt auch Leute kommen. Wobei einer hat mich so abonniert und geliked, also das Zeug geliked. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, kann, sollte, damit ich groß rauskomme. Und der Viandat ist eigentlich nur, damit man eine bessere Qualität der Bilder hat, gerade auch was Character Sheets belangt, wegen meinen Detailwaren. Aber da habe ich auch jetzt echt schon lange nichts mehr geupdatet. Vielleicht finde ich heute die Lust dafür, was ich zwar nicht glaube, aber wer weiß. Wie gesagt, danke fürs Anklicken. Ich hoffe, man sieht und hört sich demnächst mal wieder. Ganz liebe Grüße. Einen schönen Abend noch. Oder früh. Wann auch immer ihr die Scheiße guckt. Ich habe noch ein paar andere Videos, die man angucken könnte, wenn man will. Und ich merke gerade, Alter, ihr Vorbau sieht. Also dafür, dass sie eigentlich flache Bubis hat. Ich das hier zu krass schattiert, fällt mir gerade auf. Dadurch wirken sie halt echt größer, aber naja. Entschuldigung. Wie gesagt, man sieht sich, guckt unten in die Infoscheiße, guckt in die Infokartenscheiße und shit happens overall bei mir und bei euch. Man sieht sich, man hört sich, ich verschwinde endlich vom Feature. Yay!